Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrelda.de. Im heutigen Video möchte ich euch erklären, wie ein Stirling-Motor funktioniert. Ein Stirling-Motor ist nicht ein ganz normaler Motor. Das ist ein Motor, der wurde von einem Fahrer entwickelt. Und er ist ein bisschen anders als die normalen Motoren, die ihr kennt. Es ist aber auch ein Motor, das heißt, er wandelt Wärme in mechanische Energie um. Wärme ist in diesem Fall dann einfach ein Feuerchen. Das brennt unter einem Zylinder. Das soll also das hier sein. Das ist ein Zylinder. Und jetzt seht ihr, der Zylinder hat zwei Teile, den schwarzen. Das ist der Heißzylinder, der wird hier unten erhitzt, deswegen Heißzylinder. Ich kürze das mit HZ ab für später. HZ, der Heißzylinder. Den zweiten Teil des Zylinders hier drüben, ihr seht es, ich habe hier so kühle Rippen angedeutet. Manch einer kennt es vielleicht vom Prozessor, von seinem Computer. Diese Rippen sind aus Metall, die geben die Wärme sehr gut ab. Deswegen kühlen die den Zylinder und dann nennt man das einfach den Kühlzylinder. Ich nenne es KZ. Kühlzylinder. So, in dem Zylinder ist ja nicht ein Kolben drin, sondern es sind zwei Kolben drin, der grüne und der orange. Der orange ist kleiner als der Zylinder und verdrängt einfach die Luft hier drin. Was er sagt, je nachdem, früher beim ersten Stirling-Motor war das Luft. Zwischenzeitlich, um den Wirkungsgrad zu erhöhen, nimmt man verschiedenste Gase. Man hat da ein bisschen umexperimentiert und geschaut, was einfach besser ist. Wir gehen einfach mal von Luft aus, so wie es ursprünglich war. Und so wie man es wahrscheinlich auch bauen könnte als Laie. Das hier nennt man also den Verdrängerkolben. Ich kürze natürlich ab mit VK, Verdrängerkolben. Und der Verdrängerkolben ist über hier eben so eine Achse direkt an einem Schwungrad montiert. Das ist also ein Rad hier. Naja, ein Rad, weil es ist eigentlich sinnvoller, eine Drehbewegung zu haben, wie eine Hin- und Herbewegung. Das kennt ihr ja von den ganzen Dampfmaschinen, von den ganzen anderen Motoren. Es ist eigentlich immer das Ziel, eine Drehbewegung zu haben, deswegen hier so ein Schwungrad. Und der zweite Kolben, der grüne hier, der ist jetzt im Gegensatz zu unserem Verdrängungskolben genauso breit, wie der Platz im Zylinder ist, also er sollte möglichst dicht sein. Und den nennt man Arbeitskolben. AK. Und das Besondere am Arbeitskolben jetzt ist, der ist nicht an der gleichen Stelle am Schwungrad angebracht mit der Achse, sondern im 90 Grad versetzt. Hier haben wir einen rechten Winkel. Aber auch diese Achse natürlich hier mit einem Gelenk versehen, sodass ich das also in dem Rad mitbewegen kann. Also nicht statisch. So, was passiert nun? Wir haben mehrere Phasen bei diesem Vorgang. Und in der ersten Phase, also so wie das Bild jetzt da oben steht, erhitzt unser Feuer die Luft. Das heißt, der Druck steigt. Die Luft möchte sich ausdehnen. Nun, aufgrund dieser Stellung hier kann sich dieser Kolben sehr schlecht bewegen. Bewegt sich nur minimal immer. Und somit verdrängt die Luft hier vorbei in unserem Kühlzylinder, den Kühlbereich, und drängt somit den Arbeitskolben nach rechts. Das heißt, Arbeitskolben bewegt sich. So, nun ist der Arbeitskolben da drüben. Dadurch wird automatisch der Verdrängungskolben nach links geschoben auf unserem Bild. Der Verdrängungskolben wird aufgrund des Rades, also diese grüne Achse dreht hier im Rad hier weiter und der Verdrängungskolben geht somit nach links. Kommt nach links durch das Rad. Ja, was passiert damit automatisch? Ja, der Verdrängungskolben verdrängt Luft. Noch mehr Luft geht nach rechts, also in den Kühlbereich. In den Kühlzylinder. Das geht nur deswegen, weil der Verdrängungskolben kleiner ist als der Zylinder. Der Arbeitskolben hier drüben bewegt sich ab dem Punkt hier kaum noch. Bleibt einfach stehen, weil die Luft ja hier rübergezogen wird und die Temperatur beginnt zu sinken. Nein, warum? Weil eben hier drüben die Temperatur an das Metall weitergegeben wird und das nach außen abgegeben wird. Das heißt, wir kühlen die Luft hier weiter ab. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, man kann sagen, also dieser geht immer weiter hier drüben, der steht jetzt ganz hier am linken Rand. Das heißt, alle Luft, so gut wie alle Luft, ist im Kühlbereich.
wir haben jetzt fast alle Luft im Kühlbereich drin. Was passiert? Naja, das Schwungrad hat den Effekt, dass es sich weiter dreht und schiebt jetzt wieder diesen Arbeitskolben nach vorne. Nach links, wegen dem Schwungrad. Es dreht sich da weiter und ist wieder zurückgezogen. Das heißt, die Luft wird zusammengedrückt, sie komprimiert sich. Komprimierte Luft. So, diese komprimierte Luft meint man jetzt, sie müsste sich erwärmen. Das passiert aber nicht, weil diese Wärme direkt wieder über die Kühlrippen hier drüben abgegeben wird. Und unser Verdrängungskolben bewegt sich momentan so gut wie gar nicht. So, nun ist also unser AK, unser Arbeitskolben geht immer weiter nach innen, ist jetzt an der innersten Stelle und somit wird unser Verdrängungskolben wieder zurückgezogen. Das heißt, die ganze Luft bewegt sich wieder in den Heißzylinder. Den HZ. Wir kommen also wieder zu dieser Situation hier oben und es geht einfach so weiter. Wir haben also genau die gleiche Situation erreicht wie zu Start, zu Beginn. Wir können also wieder mit Punkt 1 beginnen und so geht das Ding die ganze Zeit weiter und weiter und weiter. Das Ganze basiert also darauf, dass wir zwei Kolben haben, die gegeneinander schaffen durch diese 90 Grad Geometrie und immer dann, wenn der eine gerade da ist, zieht das Schwungrad den anderen wieder weg. Nun, schaut euch das nochmal genau an, ein wunderschönes Video. Kommt auch sonst mal wieder auf www.luirelda.de vorbei, folgt uns auf Facebook. Vielen Dank.